Hallo? Ja, herzlich willkommen, guten Morgen bei der Hack2Batch-Preisverleihung. In den letzten Tagen haben ganz viele fleißige Menschen ganz viele tolle ROMs geschrieben. Wir sind wirklich begeistert. Es war alles dabei von Tetris, es gab einen GIF-Player, es gab Videostreaming und total cool die Cyberpolizei. Bitte noch in den ROM-Store laden. Okay. Ja, total gut. Also wir sind echt total begeistert. Wir haben uns extra Mühe gegeben, alles so einfach und zugänglich wie irgendwie möglich zu machen. Aber dass tatsächlich sich so viele Leute so viel Mühe geben, da Apps für zu schreiben und zum Teil genau das implementieren, was wir eigentlich auch noch machen wollten, aber dann doch keine Zeit mehr hatten, wie zum Beispiel die Uhr, wie zum Beispiel den GIF-Player, ist total gut. Ja, und das wollen wir so ein bisschen ehren. Wir haben Preise organisiert, zum Teil auch irgendwie echt coole FPGA-Boards von Trends für die ersten Plätze. Ich erinnere, die Kategorien sind technisch anspruchsvollstes Projekt, für den gemeinen GPN-Batch-Besitzer nützlichstes Projekt und so eine YOLO-Kategorie, in der wir irgendwie lustige, coole Sachen bewerten wollen, die irgendwie so ein bisschen aus dem Raster fallen. Da gibt's dann nachher auch eine Publikumsabstimmung zu der Kategorie. Die anderen zwei Kategorien werden von uns, also dem Batch-Entwicklungsteam, bewertet und Preise verliehen. Als erstes Preis gibt's wie gesagt diese FPGA-Boards, zum Teil auch Zyngberries, das sind so kleine Raspberry Pi FPGA-Boards. Als zweiter Preis gibt es ein Entropia-Handtuch und eine GPN-Tassen-Collection der letzten 4 Jahre. Und als dritter Preis ein Handtuch. Also es lohnt sich, wir haben 9 Preise, 18 Teilnehmer, also ich glaube, hier gehen einige glückliche Gewinner raus. Ja, wir müssen jetzt anfangen und wir wollen das ja so ein bisschen willkürlich machen. Deshalb öffne ich jetzt einfach mal die Seite und sage, dass Gravity Remote anfängt. Sind die Menschen dahinter da? Wollen die mal vorkommen? Sehr gut. 5 Minuten, bei 4 geben wir ein Zeichen, bitte nicht überziehen. 5 Minuten ist zu lang bei 18 Projekten, ne? Sagen wir mal 3. Nein. Mit Setup, ohne Setup? Ab jetzt. Ab, oh. 179. Es war noch lange nicht alles. Mit Sicherheit. Es war schon mal nicht ein So, dann starte ich das ganze Zeug mal. Also, das hier ist das Spiel Gravity Wars, Newton Wars hieß es. Ist so eigentlich, das war da sehr lange auf einem Beamer in im Hackcenter und ist sozusagen, man hat einen kleinen Bobble, einen Haufen Planeten und man muss versuchen, andere Bobble abzuschießen. Das ist jetzt einfach ein kleiner Dumbo-Bot. Ah, perfekt. So. Und was ich jetzt so getan habe, das kann man mit so einer kleinen, mit so einer ziemlich coolen Remote dort über einen Drehknopf, in welche Richtung man schießt, wie schnell man schießt und so einstellen. Und ich habe mir aber gedacht, wir haben doch jetzt alles so schöne Batches, warum kann man das auch nicht einfach da drüber machen? Und ja. Zeig mal die Kamera. Ja, ich muss erstmal laden. Also das sieht jetzt gerade so aus, also verbindet sich gerade mit dem WLAN, wenn hier hoffentlich eins ist. Genau, und man hat jetzt auch hier diesen anderen Bobble und kann da eben dann auch rausschießen, kann hier drüber dann eben den Winkel und so ändern, über den geschossen wird, das kann man sehr gut sehen. Genau, und da oben steht dann noch so, hier oben steht auch die Energie, die man braucht, um zu schießen und ja. Und das ist natürlich alles so gemacht, dass man da einen Config-File drauf hat, dass man auch über den SPI-FFS-Uploader da ein eigenes WLAN, eigene IP von den Sachen, den Nickname kann man ändern und ja, das ist es.
Noch zur Information, das Spiel selbst habe ich nicht entwickelt. Also das war von jemand anderem. Das steht aber auch alles im GitHub und auf der ROM Store, auf dem ROM Store auch. Läuft das immer noch bei 400 Grad über? Das lief über wegen meiner App, die nicht den Socket ausgelesen hat. Jetzt liest sie ihn aus. Perfekt. Sehr cool. Danke. Jetzt fass er denn. Möchte denn jemand freiwillig? Irgendein Team? Nee, dann muss wieder Willkür herrschen. Ja, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich muss nur die Seite nochmal neu aufmachen. Dann sagen wir doch mal als nächstes Hello World und danach das Steuerkreuz. Ist Hello World da? Hello World möchte nicht präsentieren. Kein Ding. Dann das Steuerkreuz. Möchte das Steuerkreuz präsentieren. Das ist schade. Sicher nicht mal kurz in die Kamera halten. Oh. Das ist nämlich tatsächlich ziemlich cool. Also alle, die sich immer so genervt von dem Joystick fühlen, weil er in den Daumen drückt oder irgendwann abbricht. Es gibt tatsächlich ein 3D gedrucktes Steuerkreuz, was man auf den Joystick draufsteckt, was das Ganze deutlich, deutlich angenehmer macht. Die kann man sich hier irgendwo abholen, die sind total gut. Möchte denn der Rotor präsentieren? Sehr gut. Und danach bitte Pong Invaders. Ist Pong Invaders da? Sehr gut, bitte vorbereiten. Also, ich bin einmal. Ja. Also, im Weltraum gibt es Satelliten, unter anderem auch Amateurfunksatelliten, wo halt entweder zum Beispiel Beacons drauf sind, die Sachen aussenden, oder sogar Relais. Die kann man anfunken mit einer Handfunk oder besser mit so einer Richtantenne. Die Richtantenne muss man natürlich auf den Satelliten draufhalten. Und das ist vielleicht nicht immer ganz einfach zu wissen, wo er dann genau ist. Da gibt es Rotoren, die Antennen drehen können. Dann ist man natürlich alles stationär. Was ich mir jetzt gebaut habe, ist die Badge an die Antenne. Wow. Ich habe die Badge an die Antenne getaped und darauf eine Anwendung geschrieben, die ein WLAN aufmacht und sich darüber als ein solcher Rotor ausgibt. Das heißt, ich kann ihn dann vom. Kann irgendjemand die Kamera bedienen? Ja, natürlich. Genau. Also, man kann hier auf der Badge sehen. Sie zeigt mir gerade ein bisschen Lichter an. Das müsste gerade genullt sein. Also, wo ich ihn zeigen müsste, um auf Null zu gehen, das ist die Standardeinstellung. Und ja, wenn ich jetzt mal über einen Laptop dort ein Programm G-Predict sage, dass es das als Rotor verwenden soll, dann kriegt er plötzlich ganz andere Daten und sagt mir jetzt, wohin ich zeigen muss, um auf 180 Grad... Das... Ach, scheiße, was zum... Kann man dir helfen? Ach, war echt im falschen WLAN, scheiße. So. Das Bitch ist... So. Du hast noch genug Zeit. Ja. Genau. Hey, warum wird das nicht? So, Top-Netzwerk-Setup auf meinem Laptop. So, genau, jetzt geht's. Jetzt füttert gerade G-Predict in der Standardeinstellung das Batch mit
mit dem Kommando auf den Rotor auf 180 Grad Azimut und 40 Grad Elevation zu drehen, und das ist ziemlich genau so. Und da kann ich jetzt auch sagen, dass der einen Satelliten tracken soll. Leider ist gerade keine Satellitenreichweite. Das geht jetzt schlecht, aber genau. Der sagt mir jetzt an, was der als Daten kriegt, und zeigt auf den LEDs. Auf den LEDs zeigt er dann an, wohin ich mich drehen muss. Die werden dunkler. Wenn sie alle genau aus sind, ist das die Richtung, wo ich hinzeigen möchte. Und sonst zeigen sollten die Richtung, wo ich mich hindrehen muss. Und das erleichtert es dann schon sehr stark, tatsächlich den Satelliten da genau anzupeilen. Das alle, die Antennen habe ich dann gestern Abend zum Testen an das Radio-Badge vom Camp angeschlossen. Das geht dann wieder in den Laptop rein, in GQRX, das kann ich da dekodieren. Gestern Abend habe ich damit die ISS und einige andere Satelliten empfangen. Ja. Ja, dann direkt der nächste. Wie funktioniert das? Man sieht nichts. Das sollte sehr gut sein. Als nächstes dann, ich weiß nicht, Gyrosnake. Ist das da? Sehr gut. Und ich starte den Timer neu. Okay. Also, wir wollten das Ding irgendwie als Joystick verwenden und fanden es irgendwie cool, damit irgendwie Sachen zu steuern, und irgendwie wollten wir zuerst Musik damit steuern. Das war uns eigentlich dann zu kompliziert, und deswegen haben wir uns dann irgendwie einen Pong aus dem Netz geholt und ein bisschen dran rumgehackt, und eben, man kann halt ein Pong-Paddle mit dem Ding steuern, und irgendjemand steuert das hier gerade. Und da man alleine Pong zu spielen ist jetzt nicht so der Hammer, und deswegen musste man dann Multiplayer-Pong machen, und da gibt es verschiedene Ideen, und man kann dann mehrere Paddles machen. Ursprünglich hat man dann gegeneinander gespielt, das ist aber irgendwie viel cooler, gemeinsam gegen eine AI zu spielen, ja, die nahezu perfekt immer den Ball reflektiert. Manchmal macht sie Fehler. Und ich habe das jetzt zwei oder drei Leuten im Publikum gegeben, die dürfen ihre Badges jetzt anmachen und noch gemeinsam gegen die AI spielen. Die Space Invader machen genau gar nichts. Die Idee war, die Space Invader hiermit dann Space Invader abzuschießen, um die anderen dann irgendwie zu lähmen. Ist aber nicht passiert, und die Space Invader sind trotzdem cool, deswegen sind sie drin geblieben. Und ich habe noch einen vierten irgendwo. Genau, also nächstes GPN tun die Space Invader dann die Paddles lähmen oder sowas, oder stunnen irgendwie, aber soweit sind wir noch nicht gekommen. Und das Ding kann auch noch auf die Pixelflut-Leinwand broadcasten, und die ist allerdings jetzt aus, und das ist, man hat allerdings nicht mehr viel gesehen, das ist das Problem. Okay, cool. So, dann jetzt Trash Regency und danach Martin Morsen. Sind die da? Perfekt. Ich habe ein Snake gebaut. Es ist. Sieht man das auf der Kamera? Ja. Es ist Snake, und man kann es mit dem Gyro steuern oder mit dem Joystick, wenn man lame ist. Und dann, jetzt muss ich es hier. Warte mal. So. Ich sehe dann an den LEDs, in welche Richtung das gerade. Ich muss es halt so halten. Ja, okay, also. Du musst es gerade halten, ne? Machen wir es doch so. Ja, genau. Ich kann das dann hier so durch Kippen des Geräts die Schlange drehen. Sorry.
Gibt's, glaube ich, auch im ROM-Store. Also genau, gibt es im Store. Weißt du die ID auswendig? 15? 15. Ihr habt hier übrigens sehr gutes WLAN. Das sollte hier gut funktionieren. Genau. Oder man kann es auch... Treffer. Ganz klassisch mit dem Joystick spielen. Oh, sorry. Ah ja, genau. Ja, okay. Ja, ein bisschen weiter weg. Das ist 40. Noch weiter? Noch weiter. Da ist der Tisch. Okay, ich bin jetzt hier gerade echt schlecht. Aber ja, es ist Snake. Ihr kennt das Spiel. Ja, wir hörten, dass wenn man einen zweiten Bildschirm benutzt, die Effizienz beim Programmieren um ungefähr 30% steigt. Deshalb dachten wir uns, wir haben keine externen Bildschirme dabei, aber wir haben alle dieses tolle Badge. Wir haben einen kleinen Treiber geschrieben, um dieses Badge über eine Art Trash-VNC als externen Bildschirm zu benutzen. Das hängt gerade ein bisschen, aber... ja, genau. Das heißt, dieses Badge macht einen WLAN-Hotspot und erzeugt einen virtuellen Bildschirm, der dann eben an diese Stelle gestreamt wird. Und dann kann man eben das als externen Bildschirm verwenden. Wenn... Ja? Und da sieht man jetzt Doom drauf. Und weil das Ganze dann noch ein bisschen cooler ist, kann man das Doom... Ja, kann man... Das tut irgendwie nicht. Ja, kann man das Doom auch... Warte, wir können das Ganze ein bisschen näher machen. Wir können es auf den Tisch legen, dann wackelt es nicht so doll. Das Badge. Jo, und man kann das Ganze auch mit dem Joystick steuern. Und kann einen FreeDoom-Port mit 25 FPS spielen. Genau, das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Doom, sondern mit beliebigen Applikationen. Und das Ganze ist eben... Willst du mal irgendwie ein Terminal drauf machen? Ja, okay. Genau, das Ganze ist einfach ein virtueller Bildschirm, der ein bisschen größer ist als die echte Auflösung, weil Doom nicht mit 128x128 Pixeln nativ klarkommt. Aber im Prinzip ist das Ganze einfach ein Bildschirm, der eben an dieser Seite ist. Jo. Es hängt sich manchmal auf. Und das Ganze funktioniert auch nur für unverschlüsselte WLANs mit dem ESP, weil sonst die Crypto-Engine zu langsam ist. Aber ja, man kann zum Beispiel auch Matrix gucken. Ja. Okay. Jo. Ja, sehr, sehr geil. Ich habe vergessen, was ich als nächstes gesagt habe, aber die Teilnehmer wissen das bestimmt. ein weiteres habe ich schon. Ich habe nur vergessen, was. Ich habe Marte Morsen mitgebracht. Die Idee war, dass man sich irgendwie halbwegs sinnvoll schnell vielleicht Nachrichten vom Batch zu Batch schicken will. Und wie geht das besser als mit Morsen, auch wenn ich nicht Morsen kann. Deswegen kann man mit dem Joystick lang und kurz drücken, um halt Buchstaben zu machen. Ich kann es lang drücken. Wenn ich nach unten gehe, bestätige ich den Buchstaben. Mit links geht löschen, mit rechts mache ich so eine Art Leerzeichen. Jetzt versuche ich mal Mate zu schreiben. E. So, und jetzt wenn ich mit dem Joystick nach oben gehe, gehe ich in den Sende- und Receive-Modus. Sieht man das? Und oben kommt jetzt Mate an. Zum Schluss noch ein kleines Goodie mitgebracht, nämlich Blinkedings. Das ist so eine Art Simon Says-Klon. Also ich sehe jetzt die LEDs leuchten, ich muss das halt einfach nachmachen. Und es vibriert praktisch immer einmal, damit, um zu bestätigen, dass ich jetzt dran bin. Und es wird halt schneller und schwieriger.
Ah. Beides im Store. Sehr gut. Ihr wisst schon, was ich als nächstes gesagt habe. Ich habe es nämlich vergessen. Nicht? Gut, dann nehmen wir doch als nächstes Veggie Bird. Sind die da? Sehr gut. Und danach die GPN-Batch-Alkoholstatistiken. Oder wie darf ich interpretiere das Namen mal als, der will nicht präsentieren? Ist nicht da? Na gut, dann Hello World habe ich gehört, ist inzwischen da, dann kommen die danach dran. Ja, bei den ganzen Klassikern wie Tetris und so habe ich gedacht, mache ich mal noch den modernen Klassiker. Ein Veggie Bird, Flappy Bird Klon mit sehr, sehr guten Grafiken natürlich. Es gibt ein Score-System, das ist wahrscheinlich weit jenseits von der Auflösung der Kamera. Es gibt einen Game-Over-Screen und es gibt pseudo-zufällig generierte Levels, durch die man dann durch muss. Es wird immer schneller, immer schwieriger. In der nächsten Version gibt es dann vielleicht sogar Pixel-Grafiken und ein Online-Highscore-System, aber ich wollte nicht gestern Nacht um 3 noch irgendein Highscore-System bauen, was irgendwie gegen Nerds sicher ist, weil sonst stehen da 3 Minuten später schon Leute mit 10.000 Punkten drin. Ja, ich habe es auch befürchtet. So, Score von 38, das ist jetzt, weil das auf Kamera war, der offizielle GPN-Highscore. Ihr seid aufgerufen, was Besseres zu machen. Ist es im Score? Ja. Score Nummer 25. Danach dann die Plattform-IO-Unterstützung. Ist die Person da? Ja. Magst du da was zu sagen? Ich kann uns was zu Plattform-IO erzählen. Sie geht jetzt auch noch nichts. Ja, kannst du machen. Ist vielleicht ein bisschen gut dann. Ja, also ich habe mir gedacht, weil irgendwo wollte ich mit Arduino eh schon länger anfangen. Die Batch war dann noch so ein zusätzlicher Anreiz, da mal was mit zu basteln. Und mir fehlte irgendwie so der grundlegendste, simpelste Beispielcode. Deswegen habe ich mir gedacht, schreibe ich ein Hello World. Das ist jetzt in der ersten Beta die Ausgabe noch gewesen. Die ist auch im ROM-Store. Die Ausgabe ist danach noch etwas schöner geworden. Aber die App macht genau das, was sie verspricht. Sie zeigt einfach nur Hello World auf dem Display an. Weil ich nach simplem Beispielcode gesucht habe und nichts gefunden habe. Ja, ich wollte eigentlich auch ursprünglich ein schönes Projekt mit dem Batch machen. Irgendwie vielleicht ein Passwortmanager. Weißt du, wie sicher Internet of Things so ist? Allerdings stößt man bei der Arduino IDE schnell in die Grenzen. Keine Codevervollständigung und diverse andere nervige Sachen. Externer Editor funktioniert auch nicht so toll. Und eigentlich gibt es eine gute Lösung dafür, nämlich Platform.io. Das ist ja ein Ökosystem, um für Embedded-Geräte primär irgendwelche Firmware oder ja, Software zu entwickeln. Basiert darauf, dass man eben Plattformen hat. Die Plattformen haben unterschiedliche Boards. Und dann gibt es Frameworks, das Arduino-Framework zum Beispiel, was man dann verwenden kann. Es gibt schon eine Plattform für den ESP. Allerdings ist es nicht direkt möglich, damit unser Patch zu verwenden, weil da der Kompiliervorgang durch Airgut und so ein bisschen anders ist. Und ich habe eben versucht, das Ganze zu integrieren. Platform.io hat primär so eine schöne Kommandozeilenschnittstelle, auch noch ein bisschen mehr. Und man kann damit Projekte erstellen, erstmal auch kommandozeilenbasiert, kann aber relativ einfach, beziehungsweise ist direkt in Platform.io integriert, damit IDEs zu verwenden. Ist zur Unterstützung für ziemlich viele IDEs, meine ich, drin. Sie haben auch eine eigene. Ich selbst würde wohl C-Line verwenden, nicht weil es proprietär ist, aber weil man es ein bisschen gewohnt ist von IntelliJ und so. Stand der Dinge ist, dass ich unter den richtigen Umständen kompilieren kann. Und die Umstände heißen, dass ich in so einer Linker-Datei irgendeine Speichergröße vergrößern muss.
Da habe ich leider immer noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Wenn ja, wenn es zu groß ist, dann funktioniert's. Oder jetzt ist es doch gerade die kleinere Variante. Dann bekommen wir eben hier irgendeinen Fehler, dass es nicht in die Region passt. Ansonsten würde Platform.io, wenn es funktioniert, eben den kompletten Bildvorgang und Uploading beinhalten. Ja, gilt jetzt noch herauszufinden, woran es mit dem Linker scheitert. Das Ganze ist aber soweit schon auf GitHub, also man kann gerne versuchen, da mit dran zu forschen. Gut. Der, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ist Launch Light da? Ja. Sehr gut. Dann machen wir doch das Launch Light und danach den GIF Player. GIF. Danach den GIF Player. So. Ich habe einige viele Badges mitgebracht, denn ich dachte mir, es fehlt ein bisschen das Blinken Light. Darum habe ich eine Synchronized Blinkenlight-Anwendung für die Badges gebaut. Es steht da drüben ein kleiner Server, der das WLAN gerade tot macht und hier Nachrichten per Wi-Fi-Broadcast sendet, die diese Dinger hier synchronisiert empfangen. Ich habe mal in den Source-Code geschaut. Das Passwort für das WLAN ist This is why the Wi-Fi is slower. So, und der letzte. Wunderbar. Die Anwendung gibt es noch im Store, die Nummer ist 28, aber irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz. Aber auf dem GitHub funktioniert sie auf jeden Fall. Was meinst du damit? Dass man die Radio-Badge auch mit reinnehmen kann? Habe ich noch nicht dran gearbeitet, ich habe leider meine daheim vergessen. Aber das ist eine gute Idee. Ja, dann der GIF-Player. Und danach, ich weiß nicht, so viele Projekte haben wir gar nicht mehr. Was fehlt denn noch? Kannst trotzdem vorstellen. Ist eigentlich die Uhr da? Der Mensch, der die Uhr geschrieben hat? Nicht? Das ist schade. Das war nämlich auch ein sehr cooles Projekt. Na gut, dann. Genau. So, gerade reinhalten hier. So, und, hier habe ich einfach einen GIF-Decoder, den es netterweise für einen Smart Matrix. Ist was fokussiert? Ponys, genau. Das spielt aus dem SPI-FFS GIFs ab, also wirklich direkt dekodiert auf dem ESP. Deswegen auch nur so klein. 64x64 ist leider das Größte, was wir in den S-RAM von der Kiste kriegen. aber dafür Full-Frame und die Dateien sind relativ klein. Man kann da also relativ lange Animationen reinpacken, also noch deutlich länger als das hier. Und ja, ich habe da also einen bestehenden Code für Smart Matrix, das ist so eine LED-Panel ist angepasst, dass es hier drauf läuft und dann halt noch von SD-Karte auf SPI-FS umgefrickelt. Ja, viel mehr gibt es da nicht. Achso. Sorry, ich hab's. Ja. Mehr Farben. Genau, also es ist Full Colors, was so eine GIF so kann, 255 Farben. Und ja, im Store ist es nicht, auf GitHub ist es. Wie gesagt, man kann über diesen SPI-FFS-Uploader seine GIFs da einfach hochladen und der spielt die dann ab. Ja, genau. Eins plugge ich gerade nochmal, und zwar Tetris habe ich gerade portiert, beziehungsweise von dem Rocket beziehungsweise Radio habe ich einfach die Display-Ansteuerungsfunktionen kurz umgefrickelt, dass sie hier drauf laufen. Man kann also den C-Code einfach nochmal, also relativ ohne gröbere Änderungen hierfür compilen und dann kann man hier Tetris spielen. So. Und das hat noch lustige Grafikbugs, weil die das Display hier hat 16-Bit-Farben und aber das geht das? Ja, ein bisschen wackelig. Aber das funktioniert auf jeden Fall und ja. Also wenn da jemand Ahnung hat, warum da die Farben so ein bisschen uncool sind, dann kann er das mir gerne sagen oder das fixen. Auf GitHub ist es auf jeden Fall unter Manabe.
Und, das schon im Store? Das ist im Store, ja. Welche ID? Das ist, ich glaube, die 29. Ich bin, mache das gerade nicht aktiv. Ja, ich mache jetzt einfach mal Game Over. Aber genau, es ist unter der 29 gerade im Store und ich würde gerne... Ah, sehr gut. Genau. Man sieht hier oben dieses Graue, das liegt daran, dass ich die Farben falsch dekodiere. Also wenn da jemand gerade Ahnung hat, warum das passiert, möge er sich melden. Game Over. Tja, das hat man davon. Ja, dann fehlt, glaube ich, noch das Nerfmeter und Lasertag. Sind die zwei da? Ja, den Alkohol-Highscore habe ich vorhin ausgerufen. Da hat sich irgendwie keiner gemeldet, die Statistiken. Ist Lasertag da? Irgendwo? Okay, wollt ihr trotzdem was zu sagen? Okay, ja, dann danach. Ich habe ein Measurement-Device gebaut, mit dem man so rausfinden kann, wie viel Power so ein Nerf-Gun hat. Also, man kennt das ja, dass man so ein Ding sich irgendwie besorgt und dann denkt, ja, das kann ja mehr Power, also tausche ich die Feder aus oder nehme diese China-Darts, die vorne noch härter sind, weil die sind noch billiger. Und alles, was das hier im Prinzip macht, ist, den Winkel zu messen. Man kann es nicht genau lesen, da steht jetzt Armed und ich kann da jetzt so draufballern und dann sagt er hat getriggert und 43 Power. Und ja. Es hat noch ein paar Bugs, weil manchmal bleiben die Darts hier so unten drin hängen und dann funktioniert das nicht. Die Mechanik ist ein bisschen problematisch. Aber ja, das war's im Prinzip schon. Also wenn jemand Nerfguns bei hat und das gegen die hier mal testen will, wäre mal froh zu sehen, was da noch so alles geht. An Highscores. Ja, dann noch Lasertag. Ja, genau. Also wir haben das Lasertag aus dem Warp Zone. Das wollten wir portieren, es ist noch nicht ganz so weit gekommen. Es leuchtet noch rot, wenn noch kein WLAN verbunden ist. Mach mal die Schutzfolie an. Oh, Moment, das Display. Guck mal ein bisschen, so nach vorne. Ah. Genau, dann wird es grün, wenn es mit dem WLAN verbunden ist und dann kann man starten. Dann kann man hier auswählen, hosten oder join. Beim Hosten ist man jetzt halt der Host und die anderen Leute können dann joinen, indem die dann, wenn die verbunden sind. Übertragen. Ja, du musst ja erst mit dem WLAN verbinden. Genau, es dauert halt, bis das WLAN verbunden ist. So. Und dann kann der Server auf den Client schießen, um die IP zu übertragen. Und jetzt steht hier, kann man es lesen, der Name drin. Und wenn noch mehr Leute drin wären, könnte jetzt der Server auf Start klicken. Leider fehlt jetzt halt noch wenigstens eine weitere Person. Aber viel weiter ist es auch noch nicht gekommen, weil es dann abstürzt. Also der Code ist auf Git, wer will, kann sich da gerne dran beteiligen. Ne? Also, ja. Ich habe gesehen, es fehlt jetzt auch noch der Hi-Fi-Botch. Ist da jemand da? Nicht? Und was ich gesehen habe, dass das Pedometer, das möchte nicht präsentieren, hat das seine Meinung geändert? Wer macht das nicht? Und das noch nicht mal richtig. Ja, dann zeig's doch mal. Ach komm, auf. Einmal vorführen, für alle, die es noch nicht kennen.
Ihr habt eure Schutzfolie vergessen. Ja. So, und zwar, ich habe einen Pedometer, also einen Schrittzähler programmiert. Leider ist es so, dass die Erkennung, ob ein Schritt getan wird, auf Dauer zu empfindlich wird und dann langt es, dass man zittert und erzählt Schritte. Alle 50 Schritte wird der Wert ins SPIFFS gespeichert und mit einem Druck auf den mittleren Button resettet man das Ganze wieder. Okay, also vielleicht liegt es an deinem Batch, aber bei uns hat das gestern echt super funktioniert, ja? Weil es gibt quasi zwei Werte für den Schwellwert und für die Genauigkeit. Mhm. Und ich habe wirklich, also die Tage rumprobiert, Zahlen geschoben, weil ich habe keinen Optimalwert dafür gefunden. Also dass das im ROM-Store war, hat echt gut funktioniert. Okay. Also es hat Schritte gezählt, wenn man zu nah am Bass stand in der Lounge. Aber, aber so an sich, wenn das um den Hals hängt, hat das echt gut funktioniert. Okay, ich habe mir nämlich schon gedacht, es lohnt sich nicht zu präsentieren, wenn es nicht wirklich funktioniert. Okay. Also bei uns hat es funktioniert. Ich weiß nicht, haben es noch mehr getestet? Zirp, zirp. Es war im Store tatsächlich. Ich weiß nicht, weißt du die ID? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Aber das hat sehr gut funktioniert. Nutzt du die Schrittzählfunktion vom BNO oder hat selber implementiert? Nee, das ist selbst implementiert. Okay. Also ich filter nach der Achse mit dem größten Ausschlag und guck, wenn die Kurve runtergeht, ob der letzte Wert über dem Schwellwert liegt und der neueste Wert unter dem Schwellwert, und das ist dann ein Schritt. Okay, sehr gut. Gibt es noch sonst irgendwelche Einreichungen? Entschuldigung, ich wollte natürlich nicht den Applaus klauen. Gibt es noch irgendwelche Einreichungen, die jetzt noch nicht im Wiki stehen, aber trotzdem noch präsentieren wollen? Ja, wir haben noch zwei Leute, das ist sehr gut. Dann stellt ihr einfach mal vor und dann würde ich sagen, berücksichtigen wir das auch noch. Wir haben realisiert, dass ein Einreichdatum von 3 Uhr auf der GPN irgendwie etwas unrealistisch ist. Aber ich denke, wir können das auch noch on the flight bewerten. Also, bitteschön. Das würde mich sehr freuen. Also ich finde das tatsächlich ziemlich cool. Such den mal oder schreib den an, wenn ihr den kennt. So, dass er mal was sagt dazu. Also, ich habe jetzt nur so indirekt was für die Badge gemacht. Das gab so einen Push-Notification-Server. Irgendwie hörte ich, dass das nicht so genutzt wurde. Ich habe da dann mal so ein bisschen Kosmetik dran betrieben, weil das Ding ist hässlich gewesen und funktionierte nur so mittel. Ich habe das dann halt schön gemacht und dazu auch noch eben in Docker gebaut. Kurze Anmerkung dazu, die Leute, die das ursprünglich geschrieben haben, sitzen in der Jury. Ja, ich... passiert, ich wollte das auch nicht so bewerten lassen, weil das halt nur indirekt für die Badge ist. Ja, du hast so ein Login-System, das gibt es halt auch. Genau, ich habe es eigentlich nur weiterentwickelt, in Docker portiert, merkte dann so, Raspberry Pi Docker-Image wäre ja noch geiler, habe ich dann gemacht. Da hinten liegt so ein Raspberry rum, den findet ihr unter badge.cyberdefensecenter.eu. das sind diese lustigen Cyber-Alarm-Meldungen, die irgendwo hier bei einigen Leuten mal aufgepoppt sind. Vielleicht hat das einer von euch, andere nicht, also das wurde so ein bisschen geshared. Genau, dann gibt es hier da kann man so einen Channel anlegen und dann kann man hier so einfach seinen Kram pushen. Es war ein bisschen tricky, dann irgendwann noch so Sachen zu finden, wo man dachte, dass das eigentlich schon gelöst ist. Valid from und to war einfach beides die Current Time. Das heißt, das Ding hatte eine Rollout Time von 0. Das heißt, da war einfach nichts gepusht. Auch mit angepasst, ja, und ich möchte zur nächsten GPN, da ist ein User-Management drin, das Problem, alle User können auf einen Channels pushen, die angelegt sind, zur nächsten GPN ist da so eine User-Verwaltung drin mit eigenen Channels und dann kann man sich quasi das Ding selber hosten oder einen Slot buchen und dann könnt ihr damit so Push-Nachrichten an Leute verschicken. Also da muss man tatsächlich gar nicht mal bis zur nächsten GPN warten. Wir haben ja versprochen, dass wir die Badges auch auf allen zukünftigen oder allen in naher Zukunft zukünftigen Chaos-Events kompatibel machen werden. Also wir werden da irgendwie die Push-Infrastruktur auch bei der MMCD aufstellen und beim Kongress. Also vielleicht können wir da auch schon dann dein System nutzen. Ich kippe das mittlerweile ins offizielle Git. Ich habe so seit einer Stunde Schreibrechte da sogar drin. Ich kippe das da jetzt einfach rein, wenn ich da so Lust zu habe.
Genau, wenn ihr da was forken, pullen wollt, tut das. Die Docker-Images sind rudimentär funktional. Ich mache die irgendwann auch nochmal schön. Also richtig schön, da ist eine Docker-Compose-File bei. Für alle, die noch nie Docker gemacht haben, Docker-Compose ab. Und da müsst ihr nur so eine Server-PEM reinlegen. Das macht Let's Encrypt sonst für euch. Let's Encrypt funktioniert. Ich benutze ein valides SSL-Zertifikat. Das, was hier von Entropia rumrollt, ist dann sogar nur selbst signiert. Also selbst Let's Encrypt macht das gut. Jemand Fragen? Schön. Danke. Ja, ich bin vollkommen freiwillig hier. Wir haben jetzt die tollsten Gebräuche und Missbräuche der Batch gesehen. Wir haben Leute, die tatsächlich kreativ waren. Ich dachte, ich wollte einfach nur eine nette Batch haben. Deswegen habe ich meinen Twitter-Avatar drauf getan und erblinzelt zufällig. Und wenn man es kippt, na, dann wird er irgendwann böse. Mach mal so. Dip, so. Ja. Kannst du mal abmachen? Sonst muss ich so bücken. Ich kann mich auch selber bücken. Ah, jetzt glitzert es. Ah, ja, er wird böse. Genau. Ja, in vollen 128p. Das war's auch schon. Damit renne ich jetzt. Nicht abhauen. Ist das auf dem Batch gerendert oder wie funktioniert das? Ah, okay, und dann wird jeweils die richtige ausgewählt. Genau. Oh, voll gut. Ja, ich glaube, sonst haben wir keine Projekte mehr. Die Jury hat sich hoffentlich ein paar Notizen gemacht. Möchtet ihr mal vorkommen? Ja, kommt mal vor hier. Wie habt ihr euch das geplant? Fand ich sehr gut. Ich kann es nicht lesen. Gut, also. Mach doch einfach. Ich will das jetzt nicht allein entscheiden. Also ich finde den Satellitentracker sehr gut. Ja. Das VNC ist auch sehr cool. Der technisch anspruchsvollste ist. Ja, ich fand es sehr schwierig, das in die Kategorien einzuordnen. Soll ja transparent sein hier, wir können ja. Hier, das Space Invader Phone war sehr cool, das ja. Nerf Meter fand ich gut, das Marte Morsen fand ich sehr cool. Was hatten wir denn noch? Den Drift-Renderer, da ist ein Haken. Ja, Haken heißt halt vorgestellt. Ja. Ja. Ja, aber danach so. Und dann? Also du möchtest... Also den? Ja, den finde ich ja. Also auf jeden Fall sehr cool. Okay, und? Das dritte ist das Gym. Ist auch ganz gut. So, vom technisch anspruchsvoll dann Platz 3. Ja, was er meint. Gut, dann fangen wir mal an mit technisch anspruchsvollsten. Okay, wir können auch dann. Kategorieweise hätte ich gesagt, damit hier nicht so viel Delay ist. Also ich glaube, ihr fandet auch so, dass das Doom enorm gut. Also wir haben tatsächlich mit den Leuten relativ viel gequatscht. Die waren ständig an unserem Stand und haben uns alle möglichen Fragen zu dem ESP gestellt. Das Problem ist nämlich, für alle, die sich nicht näher damit beschäftigt haben, der hat echt wenig RAM, 96 Kilobyte. Und allein dieses ganze Wi-Fi-Zeug braucht irgendwie die Hälfte davon. Der Framebuffer braucht nochmal die andere Hälfte davon. Also man landet immer so bei 92% RAM, wenn man einfach nur Wi-Fi und irgendwie Display ansteuern macht. Und die zwei haben es tatsächlich geschafft, ihren eigenen, ich glaube tatsächlich am Ende eigenen UDP-Stack da rein zu basteln, beziehungsweise die SDK-Funktion sehr low-levelig aufzurufen. Und wir sind sehr beeindruckt, dass das überhaupt funktioniert. Deshalb würden wir da gerne den ersten Preis für das technisch anspruchsvollste Projekt vergeben. Wollt ihr vorkommen? Wir haben jetzt leider nur ein FPGA-Board, aber kommt auch nachher nochmal vor, dann kriegt ihr vielleicht noch irgendwie ein Handtuch oder eine Tasse. Hier, viel Spaß damit. Danke. Darauf sollte Doom auf jeden Fall laufen, auch nativ. Ja, viel Spaß damit und richtig, richtig cool, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Ja, danke.
auf Platz 2. Auf Platz 2, eigentlich für mich als Funkamateur für die Kategorie nützlichstes Projekt, aber da das vielleicht nicht so die Mehrheit interessiert, für mich ein technisch sehr anspruchsvolles Projekt, die Richtantenne, beziehungsweise die Ausrichtungshilfe dafür. Und dafür gibt es ein Entropia-Handtuch, damit man draußen beim Satellitenanpingen nicht friert. Sowie die Tassen-Collection der letzten 4 Jahre GPN. Ich gebe dir mal das, die Tassen kannst du nachher abholen, dann musst du nicht noch mehr tragen. Ja. Komm einfach nachher mal beim Stand vorbei. Sehr, sehr cooles Projekt, werde ich auf jeden Fall mal anschauen und nutzen. Ja, und für den 3. Platz... auch wenn es am Ende doch nicht so toll wurde mit der Framerate, wie sich die Person vielleicht erwartet hat, der GIF-Player, einfach weil es enorm cool ist, auf dem Badge auch animierte Sachen abspielen zu können, die nicht nur aus dem Filesystem als Bilder abgelesen werden, sondern tatsächlich als GIF dekodiert werden. Der GIF-Player. Für dich gibt es ebenfalls ein Entropia-Handtuch. Vielen Dank. Bitteschön. Anton, hast du mal... Was wollen wir denn? Also, nützlich. Ich finde die Reality-Remote sehr nützlich. Die Grenze und so. Ja, auf jeden Fall. Da hatte ich irgendwie so den meisten Spaß mit. Was noch? Das Pedometer als zweites. Ich fand das doch ziemlich gut. Also das Funk finde ich auch sehr gut, aber es könnte auch in die Quartier. Das Space Invader Funk möchte ich. Was denn? Was ist denn da noch? Ja. Also das Multi-Space Invader würde ich gerne werden. Okay. Ja. Dann nützlich, ich meine, wir könnten auch noch eins. Ja, was ist? Ich kann das nicht lesen. Okay. Also, hier gibt es Tetris. Ja. Symbolstatistiken. Das hat er nicht. Ja. Linke Dings. Ich finde die Lounge eigentlich auch sehr nützlich. Lounge, das finde ich auch. Dann machen wir dann Gravity Pedometer. Anton, machst du? Okay. Sehr gut. 3-2-1. Ja, jetzt 3-2-1. Ja gut, meinetwegen. Dann hätten wir hier als 3. Platz... Was? Kategorie. Nützlich ist das. Als 3. Platz würden wir die Lounge Lights ernennen. Ja. Genau, da das für zukünftige Events sehr schön wäre. Genau. Als 2. Platz das Pedometer. Ja, einfach nützlich. Schon mal dein Handtuch. Die Leute sollen und Taxi direkt nehmen. Gut, sehr gut. Vielen Dank. Ja, und als 1. Platz haben wir die Gravity Remote gewählt. Da auch das für zukünftige Events sehr cool ist und interaktiv und ja, viel Spaß macht zu spielen. Ja, also ich muss es tatsächlich nochmal erwähnen, wir haben diese coolen Preise nur, weil uns Trends die geschenkt hat, so als 1. Preis. Ihr könnt ja mal vorbeischauen, diese Zinkbälle sind tatsächlich enorm cool. Ich bin neidisch drauf, dass ich nicht teilnehmen kann. Das ist tatsächlich so ein bisschen bitter. Ja, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil wir irgendwie so... Es schwierig finden, die YOLO-Kategorie zu bewerten, insbesondere weil wir uns da irgendwie im Wiki nicht so viel
zugeschrieben haben. Wir dachten da irgendwie so, das ist so das coolste Spiel oder was auch immer, das, was uns am Spielen oder beim Spielen, beim Testen am meisten Spaß gemacht hat. Nicht Hello World, tut mir leid. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr da abstimmen oder so. Andererseits ist das auch schwierig. Weiß nicht, wollen wir einfach entscheiden? Also ich weiß nicht, Space Invaders finde ich sehr gut. Das Love Meter und das Mathe Mausen finde ich cool. Das Mathe Mausen? Ja, das ist ziemlich gut. Das Space Invaders? Ja. Ja, Jan-Henrik, da mach du doch. Weißt du, wie rum? Oder Janis, magst du machen? Das Das so? Ja. Das so. Ja, dann mach du ja das. Okay. Also es fehlt ja offensichtlich das Voting-System für den Badge. Ja, also ja. Wir hatten sehr gehofft, dass das irgendjemand implementiert, weil wir selber dank Support keine Zeit mehr hatten, das zu implementieren. Aber das wäre tatsächlich noch ein enorm cooles ROM gewesen, einfach so ein Voting-System, wo man mit seinem Badge abstimmen kann. Ja, das wäre schön gewesen. Aber ja, dann verleihen wir jetzt auch in der Kategorie YOLO. Auf dem dritten Platz haben wir gewählt das Mathe Mausen. Einfach. Ich finde es einfach eine wunderschöne Spielerei und ja. Dann. Auf Platz 2, das Nerfmeter. Kriegst du noch Tassen? Tolle Konstruktion. Also, wer Nerfguns hat und das mal ausprobieren will, das steht noch ein paar Minuten hier rum. Ist es im ROM-Store? Ist es auf GitHub und die Vektoren für die Mechanik zu bauen ist auch auf GitHub. Ja. Ist das gelasercuttet, die das Konstruktion? Ist gelasercuttet, ja. Sehr und schön. Man muss es ein bisschen skalieren, damit die Darts nicht hängen bleiben. Das war halt jetzt ein Fehler. Passiert. Voll gut. Und auf Platz 1 das Space Invaders Pong. Das kriegst du aber nur, wenn du mir versprichst, dass du deine Anwendung tatsächlich noch irgendwie als executable verpackst. Ich wollte das vorhin noch irgendwie testen und auch mal auf meinem Laptop laufen lassen. Hab gefragt, weshalb es nicht im ROM Store ist, und er meinte, das ist alles statisch und das ist ganz furchtbar und das kriegt man eh nicht zum Laufen. Ich find's aber echt total geil und würde das unglaublich gerne selber spielen können. Deshalb, du kriegst das, wenn du mir versprichst, dass du das noch irgendwie auf Git stellst. Also, möchtest du dich noch verteidigen? Ja, ich verteidige mich noch. Ja, da sind lauter IPs hardcoded, da ist lauter Access-Point-Zeug hardcoded und das Interface zu bauen war irgendwie zu fummelig, aber vielleicht kriegen wir ja für die nächste GPN irgendwie einen Infobeamer, wo wir dann alle gemeinsam Pong spielen können. Ja, dann vielen, vielen Dank für die unglaublich tollen Einreichungen. Also wir waren wirklich total fasziniert, dass das so gut ankam, dass das so viel genutzt wurde. Alle, die jetzt irgendwie noch nicht ihre App im ROM-Store haben, bitte hochladen. Der bleibt auch nach der GPN noch online und wenn ihr euer Badge auf euer Heim-WLAN konfiguriert, könnt ihr den ganz normal benutzen. Also ja, bitte, bitte noch hochladen, was ihr noch nicht hochgeladen habt, auch wenn es nur ein Hello World ist. Ja, und wir sind total begeistert, wie gut das ankam und vielen, vielen, vielen Dank. Danke an euch!
Ja, dann euch noch viel Spaß mit den ganzen tollen Apps, die ja jetzt doch zum Großteil von euch kommen. Also, ja, dann gute Abreise und vielleicht sieht man euch nachher noch im Closing. Das wär's dann von uns.